Hallo, eine kurze Durchsage für alle, die ganz neu auf den Pfad der Erkenntnis zu uns gestoßen sind. Direkt aus der Zentrale. Diese Serie behandelt Verschwörungsmythen und versucht weitestgehend zu erklären, warum die falsch sind. Wir gehen dabei immer tiefer und mit jeder Folge werden die Vorstellungen haarsträubender. Wir sind jetzt bei Folge 7. Wir sind ja bereits wieder eine ganze Weile dabei, den Mysterien dieser Welt auf den Grund zu gehen. Und auch wenn euch heute wieder ein paar Themen und Geschichten furchtbar weit hergeholt erscheinen, so sind sie doch immer noch Fliegengewicht in der Welt der Verschwörungsmythen. Wir verlassen heute unseren Körper, verfolgen die Machenschaften der angeblich reichsten und vor allen Dingen einflussreichsten Familie der Welt und wir sehen eine Menge Clowns. Beim ersten Mythos des heutigen Tages dreht es sich um die sogenannte Astralprojektion. Davon habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Der Begriff Astralprojektion oder Seelenreise bezieht sich auf eine außerkörperliche Erfahrung. Das wird abgekürzt AKE oder englisch OBE, ne? Out of Body Experience. Während der astrale Körper den physischen Körper verlässt und auf die astrale Ebene wandert. Und da Wandern ja wunderbar gesund ist, wollen wir doch mal gemeinsam herausfinden, wie man das machen kann, ja, dass man diesem wunderbar gesunden Sport auffrönen kann. Auf Telegram gibt es nämlich auch Gruppen mit Namen wie Astralreiseagentur und Astralreisenbootcamp. Gibt es eigentlich auch Leute, die Telegram nutzen, ohne den Staat stürzen oder ins Weltall reisen zu wollen oder so ein Kram? Wie muss man sich so eine Astralreise jetzt eigentlich vorstellen? Ich habe dazu mal in der Yoga-Wiki nachgelesen, gibt es tatsächlich. Reise mit dem feinstofflichen Körper, Gefühl der Loslösung vom Körper, Aufhebung des Gefühls von Zeit und Raum, Schwerelosigkeit und Schmerzfreiheit. Astralreisen können durch Meditation oder durch ähnliche Bewusstseinszustände wie Trance, Hypnose oder Einnahme bewusstseinsverändernder Substanzen erreicht werden. Aber nicht nur das. Nehmen Sie einmal Astralreisen und erhalten Sie Gedankenlesen obendrauf. Auch Psychokinese ist für den möglich, der Astralreisen gemeistert hat. Seine feinstoffliche Ebene von seiner lächerlichen, fleischlichen Ebene loszulösen, ist sowieso die Grundlage für alles Mögliche. Gut, und wie soll sich das jetzt anfühlen? Nun, Swami Sivananda, das war ein gottverwirklichter Yogameister, also ein Meister der höchsten Stufe, definierte das wie folgt. Er hat den Eindruck, als glitte er auf einer glatten Oberfläche und schwebe ganz leise und sanft mit seinem leichten, ätherischen Körper durch eine kleine Röhre. Wie Luft durch die Ritzen des Fensters dringt, so dringt er mit seinem Astralkörper wieder in den physischen ein und ist sich auch hier des Unterschieds zwischen der grob- und der feinstofflichen Ebene bewusst. Zu den Erfahrungen gehörten Visualisationen, also dass man sich quasi von oben sieht. Dazu gehört aber auch schon eine Tiefenentspannung oder tranceartige Rauschzustände, die man beispielsweise im Ansatz so in einer Meditation erfährt. So einfach kann es sein. Tiefenentspannt, zack, Astralreise. Ansonsten kann man natürlich Drogen nehmen oder es geschieht während eines traumatischen Ereignisses. Manche berichten davon, dass sie auf ihrer feinstofflichen Reise anderen Kreaturen begegnen. Ja, Feen, Naturgeister, Engel. So, und jetzt hole ich euch jetzt mal wieder aus dieser Trance zurück. Ja? In der NZZ liest man, es wird viel über Fake News geredet, die YouTube mit seinen Algorithmen befördert. Es wird aber kaum von Fake-Spiritualität und Fake-Medizin gesprochen. Obwohl es da einiges zu diskutieren gäbe. Ich halte Fake-Spiritualität ja für eine Tautologie, aber lassen wir das. Lasst uns in diesem Zusammenhang noch über etwas anderes sprechen. Und zwar über Lucid Dreaming. Weil das ist tatsächlich real. Falls ihr jemals von luziden Träumen gehört haben solltet, das ist im Endeffekt, was dem Mythos von Astralreise auch so zugrunde liegt. Und das ist geil und kann durch etwas Training tatsächlich von vielen selbst herbeigeführt werden. Und dadurch kommt es, dass es eben so viele gibt, die an Astralreisen glauben. Denn auch spontan kann man eben eine scheinbare außerkörperliche Erfahrung herbeirufen. Aber das ist nichts Spirituelles oder Unverständliches, sondern tatsächlich leicht erklärbar. Der Körper fällt nämlich nach einer gewissen Zeit der Reglosigkeit in eine Art Körperstarre. So eine
Schlafparalyse. Manche Menschen kennen den Zustand vielleicht, wenn sie nachts aufwachen und sich einfach nicht bewegen können. Der Körper verfällt in diese Schlafparalyse, damit geträumte Bewegungen jetzt nicht direkt vom Körper umgesetzt werden. Ihr kennt das von euren Hunden, wenn die im Schlaf einfach laufen. Man muss versuchen, am Rande des Einschlafens, wenn man das bewusst herbeiführen will, bewusst bleiben. Und dann kann man die Umgebung in einer leichten Schlafphase tatsächlich beeinflussen. Dinge bewusst bauen, wie man möchte, sich bewegen, sich Sachen ausdenken. Und viele, denen das mitten in der Nacht passiert, die träumen dann von gruseligen Dingen, weswegen Schlafparalysen per se eher negativ empfunden werden. Aber am Ende ist das, was da passiert, eben Fantasie. Und die Fantasie schlägt dir halt ein Schnippchen. Bei der Astralreise soll das aber alles nicht in der Fantasie passieren. Das ist echt und passiert permanent wirklich. Es gibt sozusagen eine komplette Welt, in der Dinge passieren, die wirklich passieren. Und den Unterschied, den gefühlten Unterschied, ja, woran man erkennt, ob man jetzt eine Astralreise macht oder einfach nur luzid träumt, machen Gläubige an einigen eher willkürlichen Merkmalen fest, beispielsweise der Fähigkeit, im Traum lesen zu können. Das könne man angeblich nur auf der Astralebene. Und wenn das stimmt, dann bin ich auch schon ein paar Mal auf der Astralebene gewesen. Gut, vielleicht habe ich es noch nicht bemerkt. Grundsätzlich ist das eine Erfahrung, die so krass ist, dass bereits die Erkenntnis, dass man gerade seine Träume kontrollieren kann, eben so stark ist, dass man davon erwacht. Zu erklären, was da passiert, ist für die meisten Menschen einfach nicht möglich. Und wenn man sich selbst in so erschreckende und bewusstseinserweiternde Zustände bringen kann, einfach so, dann kann das ja nicht normal sein. Und auch nicht natürlich. Und was man durch chemische Substanzen seiner Wahrnehmung für Schnippchen schlagen kann, muss ich euch, glaube ich, nicht erzählen, oder? Ich weiß aber, dass ihr euch für ein anderes Thema viel mehr interessieren werdet. Riesen. Es ist endlich soweit. Ihr habt es euch aber auch verdient, ja, nachdem ihr schon so lange brav dran geblieben seid. Jetzt reden wir endlich über Riesen. Ganz ausführlich, ganz konzentriert. Denn nicht nur haben uns Riesen schon mehrmals besucht, also in dieser Serie, ich hoffe jetzt nicht in Real Life, nein, sie werden auch in Zukunft immer wieder eine Rolle spielen. Schauen wir uns doch mal an, ob es tatsächlich Riesen gibt und warum sie uns eigentlich so faszinieren. Klar, beispielsweise, weil sie groß sind. Ja, alles, was groß ist, ist faszinierend. Habt ihr schon mal von den Haastadlern aus Neuseeland gehört? Die haben Jagd auf riesige Maras gemacht, bis sie dann von kleinen würdelosen Ratten um ihre Eier gebracht wurden. Menschen. Ich meine Menschen. Es gibt Menschen, die medizinische Anomalien aufweisen, sodass sie tatsächlich extrem Riesenwuchs bekommen. Ein Schulfreund von mir aus Grundschultagen, der hatte das beispielsweise und wie er werden sie leider nicht besonders alt. Der größte Mensch laut Guinness Buch der Rekorde war Robert Wardlow mit 2,76 Meter, der auch bereits mit 22 Jahren verstarb. Die inhaltliche Auseinandersetzung mit Riesen steht häufig für den Kampf gegen eine überkommene, archaische und als nicht mehr tragfähig betrachtete Denk- oder Handlungsstruktur, Zivilisation auch, oder gegen Feinde der von den Menschen vertretenen Ordnung. Beispielsweise sind ja die Titanen der griechischen Mythologie, die unzivilisierten Vorgänger, möchte ich sagen, der olympischen Götter. Fast alle Völker auf der Welt besitzen tatsächlich oder besaßen Geschichten über Riesen. So existieren unter den Ureinwohnern Nordamerikas Erzählungen von den Riesen als Urmenschen. Ja, und deshalb könnt ihr euch auch vorstellen, welche Rolle Riesen in den Erzählungen überwiegend einnehmen. Aber gerade als dieses Symbol für die rückschrittliche, rohe Urgewalt lassen sie sich eben immer wieder sehr gut in die unterschiedlichsten Geschichten auch einbauen. Tacitus berichtet beispielsweise in seiner Germania von den weit im Norden lebenden Völkern der Helusier und Oxionen, ja, Mischvölkern aus Menschen und Riesen, eine Annahme, die sich bis ins Mittelalter hielt. Ein antiker Mythos quasi, der vielleicht auch aus der Erzählung der germanischen Götterwelt stammt, wo die Riesen, die Thorsen genannt, im finalen Kampf mit den Göttern eine gegenseitige Vernichtung herbeiführten. Die Götter und die Riesen, ähnlich wie die Titanen und die olympischen Götter. Jedenfalls, da sind sie noch etwas anderes als diese tumpen Wesen, als die sie dann im Mittelalter dargestellt werden. In der aus dem Hochmittelalter stammenden dänischen Geschichte des Saxo Grammaticus wird im Vorwort auf Riesen als einstige Bewohner Dänemarks verwiesen und als Beleg dafür sind die großen Steine, welche auf den Gräbern und Grotten der Alten befestigt sind, angeführt. Ja, müssen ja Riesen bewegt haben. Also Steingräber sind hier generell das Werk von Riesen. Ich erinnere nochmal an Stonehenge. Auch in deutschen Märchen finden sich sehr viele Riesen. Rübezahl beispielsweise, der kam ja aus dem Siebengebirge. Und generell finden sich Geschichten über Riesen oft in Berggegenden. Da gibt es auch einen ganz einfachen Grund dafür, weil man sich so beispielsweise Felsstürze und andere geologische Ereignisse erklären konnte. Und
Ich meine, gruselig und gewaltig sind ja Berge an sich schon. Und in so riesigen Bergen müssen auch riesige Menschen leben. Eigentlich widerspricht das auch dem Auftauchen in der Bibel. Denn streng genommen steht dort im ersten Buch Mose über die sogenannten Nephilim: In jenen Tagen gab es auf der Erde die Riesen und auch später noch, nachdem sich die Gottessöhne mit den Menschentöchtern eingelassen und diese ihnen Kinder geboren hatten, das sind die Helden der Vorzeit, die berühmten Männer. Jetzt wird's wild. Denn die Nephilim sind eigentlich was ganz anderes als gerade beschrieben. Und jetzt erfahren wir endlich, wo diese verdammten Riesen eigentlich herkommen. Ja? Also vergesst alles andere. Schon aufgeregt? Ja? Denn die Nephilim sind nicht die Kinder von Riesen, sondern Kinder von Außerirdischen. Und angeblich kommt Nephilim nicht von Nephil für Riesen, sondern von Naphal, wie Fallen vom Himmel. Ja, und die ganzen Riesen, über die wir eigentlich die ganze Zeit reden, das sind Außerirdische. Ja, alles Außerirdische. Ja, und diese Außerirdischen sind halt von besonders großem Wuchs. Und dafür gibt es Beweise. So fand man in China einen angeblichen Riesenfriedhof und davon gibt es Bilder. Hier seht ihr mal ein paar Aufnahmen von der Grabung. Riesige Skelette. Eindeutig in humanoider Form. Okay, das ist krass. Kann man das irgendwie erklären? Also, sind das vielleicht gar keine menschlichen Skelette? Doch, doch. Und was soll ich sagen? Tatsächlich hat man Riesen gefunden. Ja, wirklich. Ohne Scheiß, das ist wahr. Aber das waren Menschen, die über 1,90 groß waren. In der Jungsteinzeit waren das nämlich wirklich Riesen. Sie gehörten damit vermutlich auch der Führungselite an und bekamen bessere Nahrungsmittel. Also hier wieder das Quäntchen Wahrheit in der Sage. Sehr große Menschen waren damals einfach vom Status in dieser Gesellschaft höher gestellt. Das war wichtig zum Definieren dieses Status. Die Bilder im Original hier stammen aus einer Story des National Geographic aus dem Jahr 2002 und tauchten 2004 zum ersten Mal gefälscht wieder auf. Tja. Immer wieder werden angeblich biblische Riesen gefunden. Es gibt ja sogar eine Menge Bildbeweise, beispielsweise mit Knochen, die nachgegossen wurden oder schlicht perspektivischen Spielereien oder anderweitigen Fälschungen. Also da gibt es viel, aber es ist alles Fake. Auf ein paar Fälle kommen wir vermutlich später noch tiefer im Eisberg. Und ein besonderer Fall von so einem Fake ist der Cardiff Giant, der mittlerweile als eine der größten wissenschaftlichen Fälschungen der amerikanischen Archäologie zählt. Nach einem Streit über die Existenz dieser biblischen Riesen hatte der Atheist George Hull umgerechnet $50.000 in eine präparierte Gipsstatue investiert und sie in der Erde vergraben lassen. Der war sehr geduldig. Ein Jahr später ließ er sie dann bei einer Brunnengrabung aus Versehen finden und daraus wurde eine gewaltige Attraktion, die tatsächlich nebenbei auch noch weitaus mehr Geld einbrachte. Das war tatsächlich so erfolgreich, dass der berühmte P.T. Barnum die Fälschung nochmal für sich fälschen ließ und damit noch mehr Geld verdiente. Ja, ja, P.T. Barnum. Ihr merkt, die Leute waren schon vor euch harte Fans von Riesen. Deswegen, ich kann euch komplett verstehen. Immer wieder werden wir ihnen in diesem Format, in dieser Serie begegnen und werden sie nicht generell so groß, würde ich einfach sagen, haltet doch mal die Augen nach ihnen offen, nicht wahr? Ja. Woran merkt ihr, dass wir uns immer noch auf Stufe 1 dieses Eisbergs befinden? Ihr kennt die Namen der Phänomene und der Personen überwiegend. Und vor allen Dingen findet man Dinge, die mit diesen Namen in Verbindung stehen, immer wieder in der realen Welt. Ja, und da ist der Weg hin zu Verschwörungsmythen natürlich nicht weit. Vor allen Dingen, wenn die Geschäfte und Machenschaften der Person generell tatsächlich einen, naja, ich möchte sagen, fragwürdigen Hintergrund haben und man Anlass hat zu spekulieren, dass da mehr dahinter steckt. Denn ihr wisst, nur weil man keinen Sitz in einer Weltregierung hat, weil es keine gibt, heißt es nicht, dass die Handlungen in der Welt nicht großen Einfluss haben oder haben sollen. Und so ist das auch mit den Rothschilds. Der Name ist ja bereits im Zuge der Bilderberger Versammlung in dieser Reihe gefallen, aber ich habe mir bisher echt Mühe gegeben, ihn nicht ständig zu erwähnen, weil wir ja erstmal ein wenig Hintergrund brauchen. In Zukunft glaube ich, dass dieser Name noch relativ häufig fallen wird und ihr wisst, ach, das steht für das und das. Ja, das ist eine der Grundlagen des Eisbergs und deswegen Level 1, wir müssen ja das Fundament nach wie vor legen, ja, sind ja immer noch nicht dabei.
Kurz und simpel gesagt, der Mythos besagt, dass die Familie Rothschild die Zentralbank kontrolliert und damit, wer hätte es gedacht, alles. Übrigens auch das Wetter. Sie ließen die Titanic untergehen, denn auf dem Schiff waren drei Männer, die sich gegen die Schaffung der Federal Reserve eingesetzt haben und damit ihren Weg zur Weltherrschaft blockieren wollten. Hier haben wir es mit einem der grundlegendsten antisemitischen Verschwörungsmythen zu tun. Ihr müsst wissen, das Zinsgeschäft, darüber hatten wir schon mal gesprochen, war ja im Mittelalter dem gemeinen und natürlich auch den netten Christenmenschen verboten. Und da Juden auch starke berufliche Einschränkungen generell hatten in der damaligen Gesellschaft, lag es auf der Hand, dass man sich in einem Bereich ansiedelte, in dem man dann quasi keine Konkurrenz hatte. Wie die Familie Rothschild, deren Stammbaum bis 1500 zurückzuführen ist und deren Stammhaus zum Roten Schild in Frankfurt am Main stand. Da leitete sich dann auch der Name ab, da man in den jüdischen Communities damals eigentlich gar keine Nachnamen hatte und die dann erst später geschaffen wurden tatsächlich, bei dem Versuch eben diese Gemeinschaften in den Rest der Gesellschaft einzugliedern. Das war beispielsweise auch eine Aufgabe von E.T.A. Hoffmann für alle, die sich mit romantischer Literatur auseinandersetzen. Wenn ihr euch fragt, warum es viele jüdische Nachnamen gibt, die wirklich ein sehr schönes Bild ergeben, die sehr schön formuliert sind, dann liegt das daran, dass sie von E.T.A. Hoffmann erfunden sind. Ja, das ist faszinierend. Ihre Mitglieder sind seit dem 18. Jahrhundert vor allen Dingen als Bankiers und anfangs mit Staatsanleihehandel reich und bekannt geworden. Dabei muss man festhalten, dass dem in der Frankfurter Judengasse geborene Meyer Amschel Rothschild, der eben als Gründer dieser Dynastie gilt, es noch verboten war, außerhalb des Frankfurter Ghettos Grundbesitz zu erwerben und seine Söhne dann zu den wohlhabendsten Europäern überhaupt zählten und in Österreich und England in den Adelsstand erhoben wurden. Das nenne ich mal eine Entwicklung, meine Güte. Sie setzten sich auch stark für die Emanzipation der Juden ein, was ihnen natürlich zusätzlich zum Neid, den sie sich schon erarbeitet hatten, jetzt auch noch den Hass ihrer Gegner auflud. Naja, sie zählten im 19. Jahrhundert zu den einflussreichsten und wichtigsten Finanziers europäischer Staaten. Staaten, die miteinander ständig im Krieg waren und das war natürlich lukrativ. Diese mussten über Kredite finanziert werden und diese Kredite konnten die Rothschilds ihnen geben. Das Stammhaus des Bankgeschäfts war M.A. Rothschild und Söhne in Frankfurt. Die Familie ist weiterhin über viele verschiedene Nachfolgeinstitute im Bankgeschäft tätig, hauptsächlich im Investmentbanking und der Vermögensverwaltung. Und dass sie immer noch aktiv sein können, ist darauf zurückzuführen, dass sie sich zwar großen Herausforderungen gegenüber sahen, diese aber meistens zu ihren Gunsten umformen konnten. Beispielsweise realisierten sie auf heutige Zeit umgerechnet 600 Millionen Euro Gewinn, weil sie vor der 100 Tage dauernden Regentschaft von Napoleon Gold in ganz Europa aufkauften, um die britischen Truppen besolden zu können. Da der Krieg aber nach Waterloo vorbei war, drohte das Gold an Wert zu verlieren. Man investierte das Gold dann einfach in britische Staatsanleihen. Ja, man glaubte damals nicht an den Sieg der Briten und kurze Zeit später waren die um 40% im Wert gestiegen und der Wertverlust durch zu viel Goldanhäufung abgewendet. Es ist auch keine Verschwörungstheorie zu sagen, dass das Geld der Familie damals enorme Berge versetzen konnte. Ein Rothschild-Darlehen zahlte in den 1870er Jahren die französischen Kriegsentschädigungen ab, während ein anderes der britischen Regierung ermöglichte, der Hauptaktionär der mächtigen Suezkanalgesellschaft zu werden. Also Zugriff auf unvorstellbare Vermögen, die direkten Kontakte und Einflussmöglichkeiten auf die mächtigsten der Mächtigen, da liegen Verschwörungstheorien sehr nah. Und genauso mächtig wie die Familie war, ist auch der Verschwörungsmythos um sie. Die Rothschild-Verschwörungstheorie bildet einen zentralen Strang einer umfassenden Täuschung, dass die Welt und all ihre wichtigen Ereignisse von einer kleinen, elitären, mächtigen und geheimnisvollen Gruppe kontrolliert werden. Selbst wenn diese geheimnisvolle Gruppe als nicht-jüdische Organisation entlarvt wird, zum Beispiel die Freimaurer oder die Illuminaten, wird immer noch oft behauptet, dass hinter ihnen eine jüdische Kabale steht und die Fäden von allen ziehen die Rothschilds. Also sprich, man hat mehrere Layer dieser Verschwörungsmythen und egal worum es sich handelt, am Ende stehen darüber die Rothschilds. Ja. Und die Verschwörungsmystiker behaupten, die Rothschilds hätten die Macht, internationale Bank- und Finanzinstitute zu kontrollieren, Regierungen zu kontrollieren und die Welt zu beherrschen, indem sie Rivalitäten schüren, sogar Kriege für ihre eigenen Zwecke und vor allen Dingen für ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen, ja, benutzen. Da fragt man sich doch dann eigentlich ernsthaft, wieso gibt es eigentlich keine Fugger-Verschwörung? Jakob Fugger war angeblich der reichste Mensch, der jemals gelebt hat, mal abgesehen vom König von Mali, weil man das nicht wirklich beziffern kann, aber dazu gibt es irgendwie nichts.
Aber wo kommt das eigentlich her? Es muss ja irgendwie einen Anfang geben. Der Journalismusprofessor Brian Cathart führt die erste weit verbreitete Verschwörungstheorie um die Rothschilds auf eine politische Broschüre zurück, die 1846 von den europäischen Druckmaschinen rollte. Geschrieben von George Dernwell unter dem sehr erwachsenen Pseudonym Satan. Laut Cathart beschreibt seine berühmteste Passage die Beteiligung von Nathan Rothschild an der Schlacht von Waterloo am 18. Juni 1815. Unmittelbar nach der Schlacht wurde Rothschild laut Flugschrift an die belgische Küste gebracht und zahlte ein Vermögen, um mitten in einem Gewitter den Ärmelkanal zu überqueren. Und das 24 Stunden bevor die Nachricht von Napoleons Niederlage offiziell bekannt gegeben wurde. Ja, da kam er in London an und plötzlich gewann er 20 Millionen Francs, während seine anderen Brüder ihn unterstützten. Der Gesamtgewinn in diesem fatalen Jahr belief sich auf 135 Millionen. Ja, das war jetzt ein direktes Zitat. Obwohl dieser Bericht in ganz Europa sofort populär wurde, war er sowohl falsch als auch gefährlich. Ja? Cathart's Nachforschungen ergaben, dass Nathan Rothschild am 18. Juni 1815 gar nicht in der Nähe von Waterloo war. Und zu diesem Zeitpunkt gab es keine Berichte über einen Sturm über dem Ärmelkanal. Und obwohl die Rothschilds immens von den Kriegsanstrengungen gegen Napoleon profitierten, verdienten sie keine Millionen mit der Ankündigung des alliierten Siegs bei Waterloo. Dass diese Behauptung so gerne geglaubt wurde, beruht einfach auf der Geschichte des europäischen Antisemitismus. Aber natürlich fiel diese Behauptung auf fruchtbaren Boden. Schließlich war das ja was gegen Juden. Und der europäische Antisemitismus existiert ja nicht erst seit dem Zweiten Weltkrieg. Viele angesehene Institutionen sind der Broschüre von Dernwell tatsächlich zum Opfer gefallen. Die Enzyklopädie Britannica gehörte dazu. Man findet nämlich in Band 23 der 11. Auflage 1910 bis 1911 in einem Eintrag zu Rothschild, dass er bei der Schlacht von Waterloo anwesend gewesen sein soll und in der Lage gewesen sei, private Informationen über den Erfolg der Alliierten nach London zu übermitteln. Einige Stunden bevor es an die Öffentlichkeit gelangte, erzielte er einen immensen Gewinn durch den Kauf von Aktien, die durch die Nachricht von Blüchers Niederlage zwei Tage zuvor bedrückt worden waren. Und das half natürlich immens, diesen Mythos aufrechtzuerhalten. Übrigens ist dieser Rothschild-Mythos nicht nur in der westlichen Gesellschaft sehr verbreitet, sondern auch in der islamischen Welt gerne benutzt, um antijüdische Stimmung zu verbreiten. Mal ein Beispiel, der Iran. Ab den 1960er Jahren wurde nicht zuletzt aufgrund der Reden von Ayatollah Khomeini eine Reihe unbegründeter Behauptungen über Juden im Iran verbreitet. Der Rothschild-Verschwörungsmythos wurde in dieser Erzählung auch mit übernommen. Die Ausrichtung auf die Beziehung des Iran zu Israel war einer der Hauptangriffspunkte in Khomeinis Kampagne gegen den damaligen Schah vom Iran. Und tatsächlich half die Erzählung einer globalen jüdischen Kabale dabei, die Iraner zu vereinen gegen den Schah. Aber auch heute schafft es der Glaube an diesen Mythos noch in die höchsten Kreise der Gesellschaft. Es gibt eine Initiative der Rockefeller Stiftung, ja genau, noch so ein Name, der Verschwörungsgläubige aufhören lässt, die nennt sich 100 Resilient Cities und unterstützt Städte, die der Meinung der Stiftung nach durch demografische Herausforderungen, aber auch durch den Klimawandel in der Zukunft auf große Probleme stoßen können. Ja, beispielsweise durch die Einstellung von geschultem Fachpersonal für die Erstellung von Notfallplänen oder Katastrophenmanagement wird durch diese Stiftung diesen Städten geholfen. Und es gab einen großen Skandal, als ein Washingtoner Regierungsmitarbeiter sich öffentlich darüber aufregte, dass die Rothschilds ja das Klima kontrollieren und mit gezielten Katastrophen die Städte bedrohen und mit Hilfe dieser Tools dann die Kontrolle über sie erlangen würden. Was echt harter Tobak ist, für eine Person, die öffentlich in einer solchen Position arbeitet, das so öffentlich zu posten. Aber interessant, ja, sie kontrollieren nicht nur das Geld, sondern auch das Wetter. Warum? Wenn sie das Geld und die Politiker kontrollieren, brauchen sie das Wetter doch gar nicht. Dann haben sie doch die Macht schon. Hä? Aber im Grunde lässt sich ja relativ einfach herausfinden, was an diesen Mythen dran ist. Indem wir die Frage stellen, ist diese Familie eigentlich nach wie vor mächtig und reich? Ich habe extra in die Forbes-Liste der Milliardäre geschaut und keinen einzigen gefunden. Wie kann das sein? Stecken die etwa mit denen unter einer Decke? Nun, die Erklärung ist einfach. Die Familie ist nicht mehr reich genug. Was gehört den Rothschilds denn noch? Die Rothschilds, die am Aufbau der französischen Eisenbahn sehr stark beteiligt waren, sind Hauptaktionär der noch bestehenden Eisenbahngesellschaften. Durch die Société d'Armement et de Gérance. Sie kontrollieren 17 Reedereien, einige Werften und große Weinhäuser. Am Ölgeschäft ist die Familie auch beteiligt über die Holding Sokantar 23%, die wiederum 51% der Gesellschaft Antar besitzt.
Das Schwergewicht der Beteiligung liegt bei Minengesellschaften Kupfer, Uran, Blei, Zink und Nickel. Außerdem besitzen die Barone oder ihre Bank Aktienpakete von mehr als 15 großen internationalen Gesellschaften. Ich meine, das klingt erstmal krass, oder? Nun, die Time hat das Gesamtvermögen der Rothschild-Familie mal geschätzt, und zwar auf 500 Millionen bis 1 Milliarde. Es sind 80 Mitglieder und von den ursprünglichen 5 Bankhäusern sind heute noch 2 übrig geblieben. Das französische und das englische. Die englische Bank Rothschild ist auch immer noch ein Familienunternehmen. Und ja, 1 Milliarde ist natürlich eine Menge Geld. Aber im Club der Superreichen nehmen sie damit niemanden mehr das Butter vom Brot. Tja. Leute, was soll ich sagen? Nichts bleibt für immer außer Weltherrschaft. Aber die Rothschilds haben sie offensichtlich nie gehabt. Und wenn ihr das nächste Mal jemanden über die Weltverschwörung der Rothschilds palavern hört, dann ist er vermutlich ein ziemlicher Clown. Apropos Clowns, die sieht man ja mittlerweile überall. Mal Hand hoch, wer von euch hat richtig fies Angst vor Clowns? Ich nicht. Ich verstehe auch nicht, wie man Angst vor Clowns haben kann. Was an denen soll denn bitte gruselig sein? Jedenfalls scheinen es genug Menschen zu geben, die es genauso empfinden wie ihr vielleicht. Denn aus dieser Angst heraus entstand tatsächlich ein krasses Phänomen, das im Jahr 2016 auch erschreckende Ausmaße annahm. Vor allen Dingen in den Staaten und in Großbritannien, allerdings auch bei uns, tauchten Clowns auf, teilweise bewaffnet waren und Menschen in Angst und Schrecken versetzten. Gut, die meisten dieser Clownsichtungen waren eben Marketingstunts für Filme oder eben Pranks. Und ganz ehrlich, ich fand das irgendwie lächerlich, ja, jeden Aspekt davon. Auch, dass man das alles scheinbar so ernst nahm in den Medien. Nun, dazu muss man allerdings sagen, dass es durchaus einen ernsten Kern dahinter gibt und den schauen wir uns jetzt mal an. Der Kryptozoologe Lauren Coleman hat eine Phantom-Clown-Theorie entwickelt. Im Jahr 1981 gab es tatsächlich schon einmal eine solche Clown-Epidemie, und zwar in Boston. Coleman und andere Kryptozoologen hatten währenddessen nationale Nachrichten gewälzt und entdeckt, dass es wohl immer derselbe Ablauf war. Ja, düstere Clowns in schäbigen Vans, die sich Kinder nähern, aber die Erwachsenen nicht sehen können. Und wenn man sie sucht, findet man sie nicht. Erinnert euch das an etwas? So unsichtbare Clowns, die Kinder jagen? Möglicherweise es? Ja, dieser Roman kam nämlich 6 Jahre später heraus und es gibt auch einen historischen Hintergrund für diese Angst vor Clowns in der Zeit und eine unterschwellige Angst davor, sie den eigenen Kindern zu nahe kommen zu lassen. Denn der erste bemerkenswerte Fall eines gruseligen Clowns war, als der Serienmörder John Wayne Gacy 1979 gefangen genommen wurde. Der war bei seinen Nachbarn sehr beliebt und organisierte Grillfeste und trat bei Kindergeburtstagen als Clown auf. Und der hat 33 Jungen auf dem Gewissen und erhielt dafür 21 Mal lebenslang und 12 Mal die Todesstrafe. Erst vor wenigen Monaten wurde tatsächlich noch ein weiteres Opfer identifiziert. Und 3 Jahre später nach diesem Ereignis kam Poltergeist raus, in dem eine finstere Clownspuppe unter dem Bett wohnt. Dazu kann man sagen, dass angeblich auch der Film an sich verflucht war, weil nämlich 2 von den Kinderdarstellern in anderen Produktionen relativ zeitnah starben. Jedenfalls flammte seitdem immer wieder eine regelrechte Clown-Paranoia auf. Und wenn es reale Fälle gibt, wie der von Gacy, dann führt das zu echter Besorgnis, die wiederum dann zu echten Warnungen führt, die dann echte Medienberichte nach sich ziehen, was, so sagt Coleman, zu mehr Clowns führt. Ja, Coleman ist auch Autor von The Copycat Effect, einer Untersuchung darüber, wie die Medienberichterstattung am Ende Trends beeinflusst. Je mehr berichtet wird, desto mehr Trittbrettfahrer gibt es am Ende. Und während Wahljahren sei es übrigens noch schlimmer. Denn wenn man mal etwas anderes als die Wahlberichterstattung in den Medien passieren lassen kann, dann stürzen sich alle auf dieses Thema. Und bei der Clown-Epidemie von 2016 kam es zu gewalttätigen Übergriffen von Clowns, aber auch auf Clowns. Ja, sogar hier in Deutschland wurden Menschen niedergestochen. Einer davon war sogar als Vampir und nicht als Clown verkleidet. Es muss echt ein armseliges Kostüm gewesen sein. Naja. Dann griff es American Horror Story in seiner meiner Meinung nach besten Staffel namens Freakshow auf und zack, gab es wieder erneute Sichtungen. Tja, was lernen wir daraus? Der Mensch wird entweder viel zu schnell Opfer seiner eigenen Fantasie oder sucht nach Möglichkeiten, sich wichtig machen zu können.
Und unsichtbare Clowns in Gruselvans, die nur Kinder sehen, die gibt es nicht. Oder habt ihr sie als Kind gesehen? Vielleicht noch ein kleiner Literaturhinweis an dieser Stelle. Ihr solltet euch von Edgar Allan Poe mal Hopfrog zu Gemüte ziehen. Da findet man nämlich das Symbol des bösen Clowns, das in dieser Zeit geprägt wurde. Und da geht es tatsächlich um den Ball der Brennenden. Eine andere sehr, sehr miese Geschichte, die sich am französischen Königshof zugetragen hat, bei der die Freunde des Königs sich mit Teer einstrichen, um wilde Männer zu spielen, bei einer von der Kirche verbotenen Vergnügung, einer vergnüglichen Feier, möchte ich sagen. Und der König, der im Dunkeln nicht erkennen konnte, wer sich denn da als wilder Mann verkleidet hatte, beugte sich mit einer Fackel zu seinen Freunden runter und setzte sie in Brand. Ja, ihr könnt euch vorstellen, was passiert ist. Das führte dazu, dass der König abdanken musste, weil er dem Wahnsinn verfallen war. Krasse Geschichte, krasse Aufarbeitung von Edgar Allan Poe. An der Stelle sei das eine Empfehlung von mir. Nun, wisst ihr, was das größte Problem von Leuten wie mir ist? Ja, Leute, die versuchen, Verschwörungstheorien zu widerlegen. Ein gesunder Schlafrhythmus vielleicht? Nein. Ich meine, dass es auch genügend bewiesene, unsagbar krasse Geschichten gibt, die sich auch der beste Verschwörungsgläubige nur schwer vorstellen könnte. MK Ultra ist eine dieser Geschichten. Stellt euch psychologische Massenversuche mit Unwissenden vor, Drogenexperimente mit dem Ziel, Schläfer zu produzieren, Menschen umzuprogrammieren. Es wurden Menschen entführt, es wurden Menschen für immer psychisch und körperlich zerstört, einige starben. Das ist MK Ultra. Und es ist wirklich passiert. Ich zitiere jetzt mal ein paar Aussagen, die ich aus einer Spiegelausgabe zu dem Fall aus den 70ern entnommen habe. Wir dachten etwa daran, dem Trinkwasser einer Stadt LSD beizumischen und so die Bewohner in einen mehr oder weniger glücklichen Zustand zu versetzen, in dem sie nicht mehr besonders an ihrer eigenen Verteidigung interessiert sein würden. Sie kamen überein, die Droge ohne Vorwarnung aneinander zu erproben. Die Mitarbeiter durften sie ihnen jederzeit verabreichen. Die heimliche Dosis LSD, von der man nichts wusste, wurde sozusagen zum Berufsrisiko. Wenn wir uns vor einer Droge so sehr fürchteten, dass wir sie an uns selbst nicht ausprobieren wollten, erinnerte sich ein früherer TSS-Mann, schickten wir sie nach San Francisco. Dort hatte man ein Safehouse gebaut, in dem man die Freier von Prostituierten vergiftete und einfach wahllos Zivilisten unter Drogen setzte. Ja, das ist wahr. Das ist nicht erfunden. Das ist passiert. Es war der Kalte Krieg, die Zeit einer ungekannten Paranoia, in der alles erlaubt war im Kampf gegen den Klassenfeind. Das Ziel von MK Ultra war es, Gedankenkontrolltechniken zu perfektionieren und eine wirksame Wahrheitsdroge zu entwickeln. Dabei ging es darum, das vorhandene Bewusstsein einer Person zu löschen, anschließend neu zu programmieren und so die Kontrolle über die Person zu erhalten. Die CIA wollte diese Erkenntnis vor allen Dingen gegen gefangene sowjetische Spione einsetzen, denn Angst vor Sowjetspionen und dem Kommunismus generell hatte zu Beginn vom Projekt MK-Ultra in den USA hysterische Ausmaße angenommen. Ja, außerdem wollte die CIA auch herausfinden, ob man die Drogen im Rahmen von verdeckten Operationen auch einsetzen könnte. Man hoffte auf diese Weise zum Beispiel hochrangige Gegner zu diskreditieren, indem man sie beispielsweise bei öffentlichen Reden oder wichtigen Treffen unter Drogeneinfluss setzt. Und erforscht wurden dabei unter anderem die Wirkung von LSD und Mescalin, Giften, Chemikalien, Hypnose, Psychotherapie, Elektroschocks, Gas, Krankheitserregern, Erntesabotage, künstlicher Gehirnerschütterung und Operationen. Der Maßnahmenkatalog von MK Ultra war so umfangreich, also es waren ungefähr 150 kleinere Unterprojekte. Dazu gehörten psychologische Programme, die Entwicklung und Tests von Wahrheitsdrogen, Elektroschocktherapien oder auch Hypnose. Federführend lief das Projekt über das Office of Scientific Intelligence, dem OSI. Und das in enger Kooperation mit dem US Army Biological Warfare Laboratories. Über Tarnfirmen wurden zudem externe Experten aus dem naturwissenschaftlichen und medizinischen Bereich angeworben. Die Zahl der Versuche an Menschen gehen in die Tausende. Allerdings erfuhren nur wenige von ihrer Funktion als Versuchskaninchen. Die Testpersonen wurden oft gezielt dahingehend ausgewählt, dass sie einem Umfeld entstanden, welches es ihnen sehr schwer machte, die CIA im Nachhinein zu belangen. Überlegt euch das mal, wie tiefgreifend bösartig das ist. Dank der umfangreichen Netzwerke griff die CIA dabei vor allen Dingen auf Personen zurück, die an Universitäten und Krankenhäusern arbeiteten, sich in ärztlicher oder psychologischer Behandlung befanden
oder auf Prostituierte und Gefängnisinsassen. Auch eigenes Personal, das der Kooperation mit feindlichen Geheimdiensten verdächtigt wurde, musste Befragung unter Drogeneinfluss über sich ergehen lassen. Der berühmteste Todesfall in Kombination mit MK-Ultra ist der von Frank Olson, einem Biochemiker der US Army, dem ohne sein Wissen LSD verabreicht wurde und eine Nachbehandlung bzw. psychologische Unterstützung untersagt wurde. 9 Tage später stürzte er aus bis heute nicht geklärten Umständen aus einem Hotelzimmer in den Tod. Die Erlebnisse der Drogentests verarbeitete Ken Casey zu einem berühmten Roman, nämlich Einer flog übers Kuckucksnest. Casey arbeitete damals als Aushilfe in der Psychiatrieabteilung eines Krankenhauses. Er hatte in dem Glauben, dass es sich dabei um eine wissenschaftliche Studie handelte, an den Tests teilgenommen. Die komplette Aufklärung zu MK-Ultra ist unwahrscheinlich. Ihr Erbe in Gestalt eines geheimen Folterbuchs mit dem Titel Q-Bug Interrogation Handbook existiert weiter und fand beispielsweise nach dem 11. September neue Anwendung bei den sogenannten verschärften Befragungen in Guantanamo. Q-Bug war übrigens der Codename für die CIA im Vietnamkrieg und im Handbuch wird sehr detailliert erklärt, wie man seine Gefangenen psychologisch so bricht, dass man alles aus ihnen herausbekommen kann. Offiziell wurde MK-Ultra 1973 eingestellt. Die Aufarbeitung des Programmes ist nur lückenhaft möglich. Richard Helms, der 1966 der CIA vorstand, hatte den Befehl zur Vernichtung der MK-Ultra-Akten gegeben. Die Tatsache, dass dennoch etwa 20.000 Dokumente diese Vernichtung überstanden haben, macht den Umfang des Gesamtprojektes deutlich. Auch mehrere staatliche Untersuchungskommissionen, die sich seit Mitte der 1970er Jahre mit dem Projekt beschäftigt haben, konnten da auch nur teilweise noch Licht ins Dunkel bringen. Nach den bisherigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass MK-Ultra trotz des immensen Aufwandes nicht wirklich zu nennenswerten Fortschritten auf dem Gebiet der Bewusstseinskontrolle gekommen ist. Allgemein sind Experten heutzutage auch der Meinung, dass die bei MK-Ultra angestrebten Bewusstseinskontrollmöglichkeiten nicht realistisch durchführbar sind. Ist ein ziemlich mageres Ergebnis für die umgerechnet 87,5 Millionen US-Dollar, die das Ganze gekostet hat. Oder war es doch etwas anders? Haben sie vielleicht doch nicht aufgehört? Und damit kommen wir zum Verschwörungsmythos dahinter, denn schließlich ist alles andere ja bis jetzt ein Fakt gewesen. Die Frage ist, waren sie vielleicht doch erfolgreicher, als man uns weismachen will, oder geht es weiter? Denn seien wir ehrlich, wenn solche Dinge denkbar waren und tatsächlich gebilligt und durchgeführt wurden, was kann man dann überhaupt ausschließen? Aufgeklärt wurden die Vorgänge um MK-Ultra zuerst im Jahr 1975 im Rahmen der Rockefeller Untersuchungskommission. Das vom US-Präsidenten eingesetzte Komitee stieß dabei unter anderem auf Ungereimtheiten im Zusammenhang mit dem Tod des MK-Ultra-Wissenschaftlers Frank Olson. Dieser war eben aus dem 9. Stock eines New Yorker Hotels gefallen. Und zu seinem Fall gibt es auch noch ein paar Verschwörungsmythen, über die wir später bei diesem Eisberg nochmal sprechen werden. Das Krasse an der Überlegung, dass es MK-Ultra entweder heute noch gibt oder dass es erfolgreich war, ist, dass man tatsächlich so gut wie jedes Ereignis damit in Verbindung bringen kann. Und deswegen ist es eben auch Level 1 dieses Eisberges, weil es in Zukunft noch viele andere Zusammenhänge mit MK-Ultra geben wird. Und es wichtig ist, dass wir erstmal wissen, worum es da geht. Ja, was kann man damit in Verbindung bringen? Allerlei schreckliche Ereignisse, verwirrte Attentäter und ähnliches. Jeder könnte Opfer von solchen Experimenten sein, weil es ja gerade darum ging, dass man diese Experimente an Menschen durchführt, die niemals bemerken, dass diese Experimente an ihnen durchgeführt wurden. Und das Fehlen der Beweise ist ja der Beweis schlechthin, weil man am Ende ja niemandem mehr trauen kann, nicht einmal sich selbst. Laut dem amerikanischen Psychologen John Ryder ist es unmöglich, Personen ohne ihr Wissen so umzuprogrammieren, wie das in den MK-Ultra-Experimenten versucht wurde. Allenfalls könne man Personen mit ohnehin devianten Neigungen dazu bringen, Verbrechen zu begehen oder man nutze Drohungen oder Erpressung. Aus diesem Grund seien MK-Ultra und alle vergleichbaren Forschungsprogramme zur Bewusstseinskontrolle in verschiedensten Diktaturen mittlerweile beendet worden. Und wenn man heute über diese Experimente nachdenkt, ohne die damalige Paranoia selbst zu spüren oder zu verstehen, wirkt das echt, als ob das alles aus einem kranken Fiebertraum stammt. So, und ich benutze jetzt meine psychologischen Tricks, um euch zum Liken, Kommentieren und Teilen zu verleiten. Wenn ihr Freude an dieser Serie habt, dann teilt es mir und dem Algorithmus mit, indem ihr so ein bisschen was hier macht. Beim nächsten Mal geht es weiter um Gedankenkontrolle, aber auch um Menschen, die in Wäldern verschwinden oder in Teilen wieder auftauchen. Aber keiner weiß warum. Bis zum nächsten Mal beim Verschwörungstheorie-Eisberg. So, und jetzt benutze ich zum letzten Mal in diesem Video Gedankenkontrolle und sage euch,
Vergesst nicht, wenn ihr jetzt da rausgeht und weiter surft, versteckt euch mit CyberGhost VPN vor ungewollten Blicken für nur 1,94 Euro im Monat. Klickt den Link unten und bekommt sogar die ersten 4 Monate umsonst. Bis dann, Tschüssikowski.